Die One Piece Recaps bei Nino Taco TV. Nach Ace Tod fällt Ruffy in ein Koma. Versorgt wird der verwundete Kapitän der Strohhutpiraten von Trafalgar Law, Jinbei und Boa Hancock. In einem Rückblick erinnert er sich an seine Kindheit mit seinen, wenn auch nicht richtigen Brüdern, Ace und Sabo, und beschließt, dass er stärker werden muss. Über die Zeitung lässt Ruffy seinen Crewmitgliedern die Nachricht zukommen, dass sie sich in 2 Jahren wieder treffen sollen. Die verbleibende Zeit nutzt der ehrgeizige Gummimann, um mit Silvers Rayleigh sein Haki zu trainieren. Eine Willenskraft, mit der man Gegenstände verstärken, Dinge vorhersehen oder andere einschüchtern kann. Auch die restlichen Strohhüte, die von Bär über das Meer verstreut wurden, sind nicht untätig. Zoro trainiert mit Mihawk und Sanji mit den Einwohnern von Ivankovs Königreich. Nami lernt mehr über das Wetter, Lysop über Munition und Chopper über neue Pflanzen. Franky modifiziert hingegen seinen Cyborg-Körper, Robin trifft Dragons Revolutionäre und Brook wird Rockstar. Auf dem Sabaody-Archipel schließlich wieder vereint, erledigen unsere Freunde zunächst eine Bande, die sich als die Strohhutpiraten ausgibt, und tauchen dann mit der Thousand Sunny zur Fischmenscheninsel hinab. Dort finden sie aber nicht nur ein Unterwasserparadies vor, sondern auch erschreckenden Rassismus gegen Menschen, begründet in Jahrhunderten der Sklaverei. Ruffy lernt die Tochter des Königs Neptun, Shirahoshi, kennen und verspricht der übergroßen Meerjungfrau, ihr eines Tages die Außenwelt zu zeigen. Als Hody Jones, ein Bewunderer von Arlong und Verfechter dessen Hasses auf die Menschheit, und Wanda Deken, seines Zeichens Stalker von Shirahoshi, eine Allianz schließen, um die Fischmenscheninsel zu zerstören, können nur die Strohhüte und der gerade zurückgekehrte Jinbei helfen. Ruffy besiegt Hody, doch Wanda Deken kann mit seiner Teufelskraft die Noah, ein riesiges Schiff, das die Fischmenschen seit Urzeiten beschützen, auf die Insel schleudern. Im letzten Moment taucht ein Schwarm von Seekönigen auf, die das Schiff stoppen können. Aber woher kamen diese gigantischen Unterwasserwesen plötzlich? Nun, gerufen wurden sie von Shirahoshi. Das schüchterne Mädchen entpuppt sich als antike Waffe Poseidon. Nach dem Kampf bietet Ruffy Jinbei an, ein Mitglied seiner Bande zu werden. Aber der Fischmensch hat zunächst noch ein paar wichtige Dinge zu regeln und kann daher, zumindest vorerst, nicht zusagen. Auf der Siegesfeier berichtet er von den Geschehnissen der letzten 2 Jahre. Sengoku trat als Großadmiral zurück, während sich Kusan und Sakatsuki ein erbittertes Duell um das Amt lieferten, das Sakatsuki für sich entscheiden konnte. Kusan verließ daraufhin die Marine. Unterdessen krallte sich Marshall D. Teach aka Blackbeard Whitebeards Rang als Kaiser. Am nächsten Tag tauchen Abgesandte von Big Mom, ebenfalls eine der 4 Kaiser, auf und verlangen als Schutzgeld eine Süßigkeitenlieferung. Eine Forderung, der die Fischmenschen jedoch nicht nachkommen können. Daraufhin stellt Ruffy das Königreich unter seinen Schutz und erklärt der Kaiserin den Krieg. Nach feierlichem Abschied wartet nun die 2. Hälfte der Grand Line auf unsere Helden, die neue Welt. Das war's für heute von Nino D. Kerl und Monkey D. Ruffy.